Assalamu alaikum. Ich möchte hier ganz kurz über eine kleine und kurze Sache sprechen, die zeigt uns zwei Sachen zugleich. Einmal geht es um einen sprachlichen Aspekt und einmal um einen, naja, fiqh-technischen oder fiqh-bezogenen Aspekt, ein fiqh-bezogenes Thema. Es geht um den Begriff Al-Uqud Al-Ja'iza. Diejenigen, die sich mit dem Wirtschaftsrecht oder dem Handelsrecht in der islamischen Rechtswissenschaft und Lehre beschäftigt haben oder die mal ein bisschen in der Literatur herumgestöbert haben, die sind bestimmt schon mal über diese Begriffe oder diesen Begriff gestolpert, nämlich. Es sind zwei Begriffe, die wie heißt es, sich gegenüberstehen. Wir haben einmal die sogenannten Al-Uqud al-Ja'iza und einmal die Al-Uqud al-Lazima. Das bedeutet, und das ist der Punkt, weswegen ich hierüber sprechen wollte, das ist mir immer so in den Sinn gekommen. Der Begriff Ja'iz wird den meisten geläufig sein, die Arabisch sprechen oder Arabisch lernen. Ja'iz bedeutet erlaubt. Das ist so die vordergründige Bedeutung oder die Bedeutung dieses Begriffes in der Alltagssprache. Und das ist aber keineswegs hier gemeint, wenn man von Verträgen spricht, die Ja'iz sind. Also Verträge, die in Anführungsstrichen erlaubt sind, das ist nicht gemeint. Hier geht es nicht um erlaubte Verträge. Die in der Rechtswissenschaft oder im Fiqh, im Handelsrecht, wird unterschieden zwischen zwei Formen von Verträgen. Es gibt die verbindlichen oder die verbindlichen, die bindenden Verträge. Diese nennen wir Al-Uqud al-Lazima. Was bedeutet das genau? Das bedeutet, ein Vertrag ist verbindlich. Das bedeutet, er kann nicht einseitig aufgelöst werden. Beide Parteien müssen der Auflösung des Vertrages zustimmen. Es sei denn, es besteht ein rechtlicher Grund oder eine Ursache, die das rechtlich erlaubt, einseitig aufzulösen. Hierzu gehört zum Beispiel ein Kaufvertrag, ein Mietvertrag und diese können nicht einfach von einseitig aufgelöst werden. Sie erfordern die Zustimmung beider Parteien. Dann haben wir die sogenannten Al-Uqud al-Ja'iza. Und da hier ist eben dieser Punkt, den ich ansprechen möchte, der so wichtig ist. Wenn man Fachliteratur liest, muss man sich dessen bewusst sein, dass diverse Begriffe aus der Alltagssprache in diesem Fach verwendet werden, die aber eine ganz andere Bedeutung haben im Fachjargon. Und das ist enorm wichtig, um eben nicht zu falschen Konklusionen und Trugschlüssen zu kommen oder Missverständnissen. Weil hier, wie gesagt, wenn du das liest, und da steht dann der Leihvertrag, der Vertretungsvertrag oder die Vollmacht ist ein Vertrag, der ja ist, dann darfst du das hier nicht verstehen als ein Vertrag, der erlaubt ist, sondern ja ist bedeutet hier, es ist ein nicht bindender Vertrag. Ja, es ist ein nicht bindender Vertrag, das heißt, er kann einseitig aufgelöst werden. Wenn ich jemanden zu etwas bevollmächtige oder ihn zur Vertretung in einer Sache bevollmächtige, kann ich davon abtreten. Und auch er kann das tun, ohne dass ich dem zustimmen muss. Das bedeutet Al-Uqud. Ja, also auf diese Weise verstehen wir die Wichtigkeit von Fachbegriffen zu kennen und sie von den gebräuchlichen Bedeutungen zu unterscheiden. Und auf der anderen Seite sehen wir eben diese Differenzierung,
im Vertragswesen des islamischen Rechts.